Herzlich willkommen zum Pure Relationship Podcast, dort, was um Beziehungen und wie du deine erfüllte und glückliche Partnerschaft findest, geht. Ich bin der Luca Eschlimann. Ich habe schon einige Menschen auf ihrem Weg zu mehr Klarheit und mehr Sicherheit in ihren Beziehungen begleiten. Weil du kennst es bestimmt auch, dass in dieser sehr emotionalen Beziehungswelt, wo viel Unklarheit und Verwirrung herrscht, und du weißt eigentlich am Schluss gar nicht mehr so richtig, was willst du eigentlich, oder? Egal, ob du jetzt also Single bist oder in einer Partnerschaft, es wird bestimmt immer etwas für dich mit dabei sein, wie du mehr zu deiner Klarheit, zu deiner eigenen Klarheit, zu deiner eigenen Sicherheit kommst, dich kannst wahren, ohne Frust und Verzweiflung. Ich freue mich also, dass du mit dabei bist und lass uns gerne ins heutige Thema einsteigen. Heute möchte ich mir Zeit nehmen, um eine Frage zu beantworten, die immer wieder auftaucht ist in der Community, und zwar, wie man sich in der neuen Beziehung, in einer neuen Partnerschaft nicht mehr verliert. Weil die Erfahrung gemacht worden ist und die Erkenntnis daraus gewonnen ist von euch, von ein paar von euch, die mir die Frage gestellt haben, hey, ich habe mich verloren in der alten Beziehung. Wie schaffe ich jetzt also, dass es mir nicht mehr passiert? Und darauf möchte ich heute eingehen. So. Schön, bist du mit dabei. Abonniere gerne meinen YouTube-Kanal, lass ein Like da unter dem Video. Lass auch gerne einen Kommentar da, wenn es dir gefällt, wenn du eine Frage hast, whatever it is. Und wenn du das auf Spotify oder sonst auf Podcast-Plattformen hörst, lass gerne ein Like da in Form von Folgen und so, würde ich mich sehr darüber freuen. Lass uns also nicht gross Zeit verlieren. Ich finde es ein mega spannendes Thema, weil ich es sehr, sehr gut kenne von mir als Mann. Also die Fragen sind vor allem auch von Frauen gestellt worden, aber ich glaube, das betrifft jetzt beide Geschlechter. Ich habe das auch sehr stark erlebt in meinen Beziehungen, wo ich mich verloren habe. Also auch wenn ich oft über meine alten Beziehungen, sagen wir meine ersten bewussten Beziehungen, die man auch Beziehungen nennen, nicht das Zeug aus der Schulzeit, das nehme ich jetzt da nicht mit rein, dann rede ich oft davon, ja, eben, ich habe mich wie selber aufgegeben, ich habe mich wie selber verloren, ich habe mich komplett aufgeopfert, zum Frau meiner Seite glücklich machen, zum Verantwortung übernehmen, zum, wie soll ich sagen, ja, dass es ihr gut geht, scheißegal, was bei mir ist. Kurz zusammengefasst. Genau, und da möchte ich heute darauf eingehen, wie entsteht das überhaupt? Dass es vor allem auch gerade mehrere Menschen betrifft, dass du nicht allein bist mit dem oder ich allein bin mit dem. Und zwar ist es, wie soll ich sagen, in deiner Entwicklung, oder? Ich fange anders an. So. Beziehung zu den Eltern, also meine Beziehung zu meinem Vater, Beziehung zu meiner Mutter und Beziehung von den beiden zusammen, das ist für mich wie die Blaupause. Und das ist das Gleiche, also das gilt für jeden Menschen. Und das ist wie die Blaupause, die du nimmst und durchs Leben gehst und schaust, wo passt das jetzt? Wo gehört das jetzt? Und du versuchst die Blaupause, wie du das so gelernt hast, und sagst, das ist normal, das ist alles richtig. So. Versuchst du immer wieder abzuspielen. Weil du hast ja die Blaupause, den Plan, und das muss ja richtig sein, weil ein Kind stellt seine Eltern nicht in Frage, stellt vorher sich in Frage, aber nicht die Eltern. So. Das heisst, du läufst in dieser Blaupause dann als Erwachsener durchs Leben und versuchst die Beziehungsmuster und die Beziehungsart, wie du sie gelernt hast, immer wieder anzuwenden. So, und jetzt kann es natürlich sein, dass es dort in der Entwicklung irgendwo Störungen gegeben hat. Und ein Teil davon kann sein, das hängt eben mit dem sich verlieren zusammen, wenn es um Bedürfnisse geht. Wenn du das Gefühl hast, ich darf da nicht auftauchen, damit ich kann in Verbindung sein kann. Also, oder anders gesagt, wenn ich Bedürfnisse antöne, Bedürfnisse ankündige, ist die Gefahr von Trennung und einer Nichtverbindung sehr, sehr gross. Darum machen wir das nicht. Darum geht das für viele Menschen, die das kennen, ich nehme an, dich betrifft es auch, dass du dazu los ist, ist das wie, gehört das mit zusammen, Bedürfnis und keine Verbindung haben. Oder hat kein Bedürfnis, dafür Verbindung.
jetzt als Erwachsene, und das finde ich so spannend, haben wir jetzt die Möglichkeit, das zu überprüfen. Weil du bist an dem Zeitpunkt jetzt als erwachsene Person nicht mehr abhängig davon, was deine wie deine Eltern darauf reagieren, basically. Weil du kannst auch so überleben. Es ist ja immer, sich dann anzupassen und zu sagen, okay, ich tue meine Bedürfnisse und Wünsche reduzieren, damit ich in Verbindung sein kann, ist ja in dem Sinne eine Überlebensstruktur, ist eine Schlussfolgerung aufgrund von den Erfahrungen, die du gemacht hast. Und ist eine Überlebensstruktur, die du anwendest, damit du Liebe, Zuwendung, Nahrung, Wärme und so weiter, all die Ur- und Grundbedürfnisse, die du brauchst als Kind, überkommst. Weil du hast niemand anders in deinem Leben, wo zuständig ist für das. Rein von der Natur aus gesehen, sind die Eltern verantwortlich und zuständig für das Kind. Du kannst ja nicht als Kind, wenn du 4, 5 bist und sagen, Leute, ihr seht mich nicht, ich suche mir jemand anderes, ciao zusammen. Und packst in den Koffer und gehst, das geht ja nicht. Sondern, da kommt eben da, die sagen, oh, ich muss da etwas anpassen, damit ich meine Bedürfnisse gestillt bekomme, in Form von Wärme, Nahrung und so weiter. Und solange wir das Muster, das ich jetzt erklärt habe, nicht erkennen und uns dessen bewusst ist, weil das sind Sachen, die dann wie ins Unterbewusstsein gehen, solange uns das nicht bewusst ist, spulen wir das immer wieder aufs Neue ab. Und landet in Beziehungen an, ah, du siehst mich nicht, es gibt vielleicht Streit, oder eben du reduzierst dich, du bist total unglücklich, völlig angestrengt, aber gegen aussen so, alles gut. Es gibt dann auch wieder verschiedene Ausprägungen davon im Erwachsenenleben. Aber schlussendlich ist es einfach nicht das, was du willst. Du fühlst dich auch nur gesehen in deiner Beziehung. Und dann findest du, ah, ich brauche einfach einen anderen Partner, der mich dann sieht und mich respektiert und so weiter. Du gehst aus der Beziehung raus, suchst dir etwas Neues und same again, solange es dir nicht bewusst ist. So, das ein bisschen vorab. Jetzt ist die Frage von euch gewesen, wie schaffe ich es, dass mir das nicht mehr passiert. Und es braucht die Erfahrung von, ich darf mir in den Wünschen und Bedürfnissen auftauchen und es gibt trotzdem Verbindung. Weil das ist ja das, was vorher gefehlt hat. Und solange du die Erfahrung noch nicht gemacht hast, wird es für dich immer ein gewisser Struggle und eine gewisse Herausforderung sein, wirklich deine Wünsche und Bedürfnisse anzubringen. Das heisst, du brauchst im Kontakt mit einem anderen Mensch. Das muss nicht zwingend ein Partner sein. Das kann auch Freunde sein, das kann Familie, Geschwister sein, das kann aber auch in einer Coach-Klienten-Beziehung passieren. Das sind ganz unterschiedliche Settings. Einfach allein für dieses System wahrzunehmen, oh, da ist jemand, der mir zulässt, mich nicht verurteilt und nicht ablehnt, wenn ich das erzähle und sage, was mir wichtig ist, was gerade da ist, vielleicht auch Tränen kommen, Gefühle kommen, die dir vielleicht unangenehm sind. Und diese Erfahrung schlussendlich, und gewisse brauchen vielleicht ein bisschen mehr Erfahrungen, also immer wieder die Erfahrung. Es ist nicht einfach einmal und sagen, oh, jetzt ist das Thema erledigt, es kommt nie mehr auf. Es kann immer wieder aufkommen. Weil, je nachdem wie alt du bist, bei mir wäre es zum Beispiel, ich habe jetzt das 25, 30 Jahre lang so das Muster gelebt, wenn ich es am Anfang erzählt habe. Und das ist nicht einfach einmal ein Tag, ein Workshop oder ein Seminar und dann ist das Thema durch, was in den letzten 25, 30 Jahren eher hinderlich war für mich oder einfach mich nicht zu dem gebracht haben, was ich wollte. Es braucht aber auch Zeit und immer wieder neu die Erfahrung, damit es für dich, wie soll ich sagen, ja, damit wie du dich direkt reinspannen und merken, nach dies nach, oh, okay, ich habe gesehen. Vielleicht machst du bei deinem Coach oder bei wem auch immer, bei deinen Freunden, bei deiner Familie, zuerst die Erfahrung und nachher gehst du in Beziehung, weil du hast schon ein Referenzgefühl, vielleicht auch erfahren du das und kannst mit dem besser umgehen. All die Gefühle, die ja in uns innen leben, jetzt eine kleine Kamera auf, all die Gefühle, die ja in uns leben, die wollen ja irgendwie, wie soll ich sagen,
braucht den Umgang von dir damit. Und die Gefühle, die du gerne hast, also so Freude und Ekstase und Lachen und so weiter, mit dem kannst du easy umgehen. Mit denen schaust du gerne an, die hast du gerne in dir drin und spürst es. Aber Gefühle, die du nicht so gerne hast, Scham, Schuld, Trauer, Wut, auch da braucht es einen Kontakt und Umgang damit. Und je mehr du mit denen in Kontakt kommst, desto besser kannst du mit dem Umgang, oder hast du die Möglichkeit, damit einen Umgang zu finden, der für dich stimmt, wenn du die mit denen immer wieder in Kontakt bist. Ich lasse mir wieder zu. Und darum, such dir dann mal kleine Spielfelder aus, wo du die Erfahrung kannst machen. Im Kontakt sein, mit deinen Bedürfnissen und Wünschen, zum dort das Selbstvertrauen und eine gewisse Sicherheit auch entwickeln, um das dann in der Partnerschaft zu leben. Und das klingt jetzt so einfach. Einfach, ja, mach einfach neue Erfahrungen, mach einfach neue Erfahrungen. Das System ist noch so drin, das zu verhindern, dass du deine Bedürfnisse äußerst, wie es für dein System Trennung bedeutet. Und dort ist es mega wichtig, dass du lernst, deine Kapazität zu steigern für dich, dich in diesem Setting zu halten. Und eben das sind immer wieder die neuen Erfahrungen, die du machst. Und darum sage ich, fang klein an. Bei wem auch immer, dass es so für dich am besten geht. Zum also nochmal auf die Frage zurückkommen, hey, wie schaffst du es, dich in der zukünftigen Beziehung nicht zu verlieren, ist wirklich das meine Antwort. Träg, was in dir drin ist, gegen aussen. Und solltest du jetzt in einer Datingphase noch sein und sag mal, auf den Partner suchen und möchtest jemanden, wo du das kannst leben, heisser Tipp von meiner Seite an dieser Stelle. Was ich irgendwann mal angefangen habe, vor ein paar Jahren, als ich das für mich entdeckt habe, ist die Sachen, die in mir drin leben, möglichst früh zu teilen. Warum? Jetzt könnte es sein, dass eine Stimme dir führt und sagt, ja, man muss ja nicht am Anfang alles sagen und so. So doch. Das ist ein ganz, ganz einfacher Grund. Wenn du der Person an deiner Seite, die du jetzt gerade kennenlernst, sagst, hey, ich merke gerade, ich verliere mich da gerade wieder und ich habe Angst, dass mir das wieder passiert und mir ständig, und weil ich das in der alten Beziehung erlebt und ich habe Angst davor, dass das wieder passiert. Du kannst mal sehr, sehr gut überprüfen, wie geht die andere Person mit dem um, was du in dir unweigerlich da ist. Es ist ja da. Wie ich vorher gesagt habe, es ist ja das System, das so drauf getrimmt ist. Es ist ja nicht so, dass du das bewusst wärst, so, ah, jetzt sollte das kommen. Das kennen wir nicht. Sondern das ist ein System, das automatisch anspringt, aufgrund von der Erfahrung, die du gemacht hast. Darum ist es mega wichtig, um die neue Erfahrung zu machen, die ich vorher angesprochen habe, von Anfang an das zu teilen. Und wenn das erste oder das zweite Date ist, no matter what, das ist wirklich mein heißer Tipp, teile das von Anfang an. Und ja, das braucht Mut. Das bin ich mir total bewusst. Und wenn es dir vielleicht im zweiten Date noch nicht klappt und dir das aber bewusst ist, kannst du vielleicht im dritten Date einen Anlauf nehmen. Also bis da liebevoll mit dir, ganz, ganz wichtig. Aber es war für mich ein mega Schlüssel, um zu sehen, wie geht die Frau, die ich jetzt gerade kennengelernt bin, damit um, mit dem, was unweigerlich, und das ist der Schlüsselwort, unweigerlich da ist. Weil ich muss sowieso damit klarkommen, du musst sowieso damit klarkommen, weil das ist ja da. Und wenn es die andere Person ein Problem hat damit, dann ist das ein perfektes Ausschlusskriterium, zu sagen, sorry Kollege, wir kommen da nicht zusammen, das funktioniert so nicht. Weil du willst ja eine andere Erfahrung, du willst ja nicht wieder eine Abwertung bekommen aufgrund von deinen Wünschen und Bedürfnissen, die du äußerst, sondern du willst eine andere Erfahrung und sagen, dass du dich gesehen fühlst. Und da ist es wichtig, dir dann selber zu treu bleiben, das, was du willst. Und ich nehme mal an, es ist gesehen werden. Und diese Steps sind der Schlüssel zum mehr Vertrauen und Sicherheit gewinnen in Kontakt mit einem anderen Mensch. Meistens ist es ja nicht so das Problem, wenn du allein bist. Das vermute ich jetzt mal funktioniert. Stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum.
So habe ich es zumindest so von mir erlebt. Aber sobald es in Kontakt kommt mit anderen Menschen, fängt es das an. Und darum ist es wichtig, die Erfahrung, die neue Erfahrung vor allem mit anderen Menschen zu machen. So, das wäre meine Antwort auf die Frage. Sag mir gerne, was du hast daraus mitnehmen. Lass gerne ein Like da, abonniere meinen YouTube-Kanal, aktiviere gerne die Glocke und auch bei Spotify oder bei Apple Podcasts freue ich mich riesig, wenn du mir da folgst. Für mehr solche spannende Inhalte und Fragen. Und wenn du Fragen hast zu dem Thema oder etwas anderem, komm einfach auf mich zu, am einfachsten über Instagram. Dort bin ich am besten erreichbar. Oder über E-Mail. Alright. Ich wünsche dir einen grossartigen Tag, richtig geile Erfahrungen in Kontakt mit anderen Menschen und bis zum nächsten Mal, die Luca.